Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Your Wild Liga und heute mal mit Paulines Rennstrecke andersherum oder umgekehrt. Da gucken wir mal, was wir heute rausholen. Also als erstes kann man wieder ein bisschen weiter vorne starten. Hier könnt ihr aber, müsst ihr gucken, weil ihr könnt nicht so weit vorne starten. Also ihr müsst am besten so ein bisschen, so wie jetzt hier, also beim Runterkommen so ein bisschen dann zurücksetzen, da müsst ihr hier rüber, hier möglichst eng vorbei, aber guckt, dass ihr dann nicht zu eng vorbeikommt, denn das Problem an der Sache ist, dass beides eine super dumme Hitbox hat, also sowohl der Stein als auch dieses Schild und das saugt euch quasi an. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, das ist beides eine super, also ich sage mal so, das Gute an dieser Strecke ist, dass der Anfang das Nervige ist. Also ihr müsst gucken, dass ihr weder zu nah am Stein noch zu nah am Schild reinkommt, sondern am besten hier so ein bisschen nach unten springen, weil alles, was wo wir fallen, kriegen wir so ein bisschen Boost. Hier, das ist schon so eine blöde Stelle, weil man da kurz davor diesen komischen kleinen Hubbel hat und der ist oftmals ein echtes Problem. Hier noch so ein Sprung, damit der ganz gut um die Ecke kommt. Hier möglichst weit rechts und möglichst spät springen, damit ihr nicht nach links rausgedriftet werdet. Hier könnt ihr theoretisch zweimal springen, traue ich mich aber meistens nicht. Und hier müsst ihr nicht springen, ist aber hilfreich, wenn ihr nicht Bock habt, daran kleben zu bleiben. Jetzt kommt so der Trick vor dem Herrn. Hier so rüber, hier drüber und dann haben wir da nämlich schon eine ganz gute Abkürzung geschafft. Jetzt hier durch, hier rüber. Jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky, denn ihr könnt hier über den Stein und dann direkt rum. Ist nicht hundertprozentig gut gelaufen gerade, aber ihr müsst dann jetzt hier noch innen rum. Ihr müsst mal gucken, dieses leichte Hüpfen ist immer so ein Problem bei der Strecke. Das sollte man möglichst versuchen zu verhindern, damit ihr dann nicht dadurch deutlich langsamer werdet. Hier jetzt links vorbei und dann jetzt noch hier eng rum und wir sind nicht schneller. Ja, doch ein bisschen schneller. Eine 21,38, da ist definitiv mehr drin. Wir gucken mal gerade, wie die Highscores hier gerade sind heute. Ja, es ist deutlich mehr möglich. Generell, wenn wir mal gucken, beste aller Zeiten. Ja, das lassen wir mal alles sein. Okay, bei einer 20. Ich weiß nicht genau, welches Level die Leute sind. Aber ja, gut. Wir müssen mal gucken, also am Anfang wirklich guckt, dass ihr ein bisschen nach vorne gesetzt werdet, dass ihr am besten direkt den ersten Sprung reißt. Also was heißt reißt, damit ihr den ersten Sprung direkt mitnehmt. Hier gucken, dass ihr dann da von den Sprüngen her noch ein bisschen was rausholt. Das ist das, was ich halt so bisher so gemerkt habe. Ich teste aktuell übrigens wieder dieses grüne Outfit, weil seitdem SSO das Outfit repariert hat, soll es wieder besser sein, aber ich bin noch ein bisschen unsicher. So, also hier möglichst nicht rausgedriftet werden. Dann hier nach unten. Wie gesagt, da kann man zwei Sprünge machen. Hier am besten auch mal gucken. Da habt ihr gesehen, deswegen sollte man da, wenn es geht, springen. Und hier, ja, da muss man halt rüberkommen. Und das kann ich das jetzt schon wieder vergessen. Es sind halt so ein paar Knackpunkte. Der eine Knackpunkt ist ganz klar bei dem Anfang hier, dass ihr da gescheit durchkommt, wirklich. Das ist einer der Knackpunkte für mich. Genau das hier, das war dieses Bouncen, von dem ich geredet habe. Ich bin ganz normal gerade geritten, aber die Hitbox von diesem Schild hier drückt einen oftmals, genau, drückt einen einfach komplett zur Seite. Also ihr reitet eigentlich komplett straight von der Sache weg, aber ihr werdet einfach dann von weggedrückt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier, genau, so ist es eigentlich richtig gut. So weit, so gut. Hier mal so kurz vor den Sprüngen abspringen, bringt einem nochmal so einen kleineren Boost. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich so dadurch schneller bin. Und jetzt ist hier halt der Clou, dass hier so, dass man da gescheit rüberkommt. Ich probiere aktuell den Sprung bei der Brücke zu vermeiden, den hier. Genau, weil es geht nämlich auch so, wie ihr gerade gesehen habt. Dann jetzt hier rum und... Oh mein Gott, ich hasse diesen Sprung. Dieser Sprung ist wirklich übel.
weil man da wirklich so komisch rumglitscht. Also das ist so der Knackpunkt an vielen Stellen, den ich euch selber sagen kann. Also an sich ist es so, dass wir den Anfang schon ganz gut erwischt haben. Und jetzt halt mal schauen müssen, nur dass wir das Ganze so ein bisschen den Feinschliff geben. Und ansonsten heißt es halt ja wirklich einfach nur gut durchkommen und die einzelnen Kleinigkeiten gescheit erwischen. Das ist immer so der Knackpunkt bei der Sache. Das hier ist halt auch nochmal, genau, das ist das, was ich meine. Das hat mich jetzt ultra Zeit gekostet. Es sah gar nicht so schlimm aus, wie es war. Aber es hat mich Zeit gekostet und nicht wenig. Und hier ist halt wirklich nochmal so das Ding, dass ihr da gescheit rumkommt. Und dieser Baum stört halt einfach unfassbar. Ohne den Baum würde man auch diesen Sprung dahinter gescheit sehen. Also man muss halt ein bisschen ins Grüne reinreiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so eins der Hauptprobleme, die man hier bei dem Rennen hat. Also man kann da ganz gut durchkommen, wenn man... Man sollte immer gucken, dass man möglichst viel fällt. Man kann auch sehr, sehr stark nach vorne glitschen bei diesem ersten Sprung. Das habe ich aber bisher noch nicht hingeschafft. Und man muss halt gucken, dass gerade das hier muss halt gut funktionieren. Das war jetzt ganz okay. Das war wirklich nicht schlecht. Und dann halt wirklich hier kann man auch einen zweiten Sprung machen. Genau so. Das hier muss ich jetzt aber ganz klar springen, weil da bin ich auf diese eine Seite zugeritten, die... Genau, das war richtig gut. So weit sind wir ganz gut... Oh nein! Dieser Stein! Oh mein Gott, dieser Stein! Oh nein! Das war wirklich ein echtes Problem. Das war ein richtiges Problem. Dieser Stein war gerade für mich ein echtes Problem. Ah, Mann. Das war sehr ärgerlich, weil wir ansonsten gut durchgekommen sind. Ich hätte gerne die Zeit davon gesehen, von dem, wenn wir da wirklich durchgekommen wären. Weil das war ein blöder Fail. Also, der war wirklich unnötig. Das war jetzt, glaube ich, sogar perfekt rumgekommen. Da, nein! Ja, ihr seht gerade so, wo die Knackpunkte sind bei der ganzen Sache. Es ist einiges noch möglich mit dem Rumkommen, ganz klar. Aber gerade hier am Anfang... ja, okay, das kann man eigentlich schon... Das ist... Oh Gott, das war schon richtig schlecht. Lass uns noch einen Try probieren, den wir gut durchkommen. Und im Idealfall, bis jetzt alle das grüne Auto wieder anhaben. Wenn man wirklich hier am Anfang gut durchgekommen ist, dann sollte man eigentlich auch gucken, dass man den Rest ganz gut schafft. So. Einmal jetzt hier so ein bisschen ins Grüne rumreiten, genau. Ja, das darf man bei dem einmal besser. Hier lassen wir lieber nur einen Sprung. Dafür laufen wir hier lieber über die Brücke drüber. So, und... Oh mein Gott. Warum sind wir in den Boden gesaugt worden da? Ach, shit. Ja, gut. Dann würde ich sagen, aber der erste Try war gar nicht so schlecht. Den können wir erstmal lassen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich try hier noch ein bisschen rum. Viel Erfolg, wenn ihr auch beim Strugglen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. To do the best of what we find. If we could see